Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pluto, dem Tiermagazin auf Rai Südtirol. Zunächst gebe ich Ihnen gemeinsam mit unserem vierbeinigen Begleiter Nox eine Übersicht über die Themen der heutigen Sendung. In Laien haben wir uns Ziegen genauer angeschaut und so einiges Interessantes dabei entdeckt. Die Tierärztin für Verhalten und tiergeschützte Therapie Luisa De Matteo spricht über die Mensch-Tier-Beziehung und insbesondere über das Tier als Spiegel unseres Gemütszustandes. In der Rubrik über die Hunderassen lernen wir den deutschen Langhaarschäferhund kennen. Es folgen wie immer Neues und Interessantes und Tiere suchen ein Zuhause. Die Rubrik, in der wir Ihnen Vierbeiner aus einem der Tierheime Südtirols vorstellen. Beginnen wir mit unserem ersten Beitrag. Ihr Anblick ist beunruhigend für die einen, faszinierend für die anderen. Sicher ist, sie erinnern an längst vergangene Zeiten, an die ausgestorbenen Dinosaurier, die Riesen der Urzeit. Langsam kriechen sie über den Sand, liegen regungslos und in vollkommener Tarnung da, zeigen uns ihre bunte Schönheit oder hängen gar kopfüber an der Decke. Echsen, und zwar genauer Eidechsen, Warane, Leguane, Chamäleons, Basilisken, Krustenechsen und Geckos. Insgesamt rund 40 Echsenarten sind zurzeit im Naturmuseum in Bozen zu sehen. Dort ist auch das Fossil der ältesten bekannten Echse der Welt ausgestellt. Diese Echse ist die älteste zurzeit bekannte Echse der Welt. Und ist hier in Südtirol gefunden worden, in Pustertal. Und das Fossil ist vor ungefähr 214 Millionen Jahren. Und das Fossil ist sehr wichtig, weil die Forschung über diesem Fossil konnte die ganze Evolution der Gruppe der Schuppenkriechtiere von 70 Millionen Jahren zurückdatieren. Die Tiere, die in der Schau gezeigt werden, stammen aus der Zucht von Reptilienfachmann Alex Schmilner. Er züchtet bereits seit 25 Jahren Reptilien und hält in seinem Betrieb in Slowenien rund 160 Echsen. Echsen sind für mich interessant, vor allem wegen ihrer Farben, der Körperform, ihrem Verhalten. Jede Echse hat ein eigenes Verhalten. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Aber auch die unterschiedliche Nahrung, die verschiedenen Insekten, die sie fressen, andere, die Pflanzen fressen und jene, die Fleisch fressen, rote Mäuse, Geflügel. Aber das, was mich vor allem interessiert, sind die Farben, die unterschiedlichen Formen und Größen. In der Tat, gar einige dieser Tiere bestechen durch bunte Farben, wie dieser große Madagaskar-Gecko. Alle Geckos weisen eine besondere Fähigkeit auf. Sie können vertikal klettern, bewegen sich auf Glas oder an der Decke. Hier im Terrarium, in den Terrarien ist sehr schön, diese Geckos auch von der Unterseite sehen zu können. Man kann zum Beispiel, wenn die Geckos auf einer Glasscheibe stehen, man kann genau die Struktur ihrer Füße anschauen. Und unter den Füßen haben die Geckos Lamellen, mit denen sie eine große Haftfähigkeit haben. Und also für mich persönlich sind wunderbare Tiere. Es
Echsen, die zur großen Gruppe der Reptilien gehören, können auf Menschen eine große Faszination ausüben und werden deshalb auch gerne als Haustiere gehalten. This is a bearded dragon. Das sind streifenköpfige Bartagame, Bogona viticeps, so der lateinische Name. Das ist die in Terrarien am meist gehaltene Echse. Jeder, der sich Echsen zulegt, startet mit diesen hier. Sie sind in den Familien bei den Haltern die verbreitetsten. Vor allem die Bartagamen können auch mit den Händen gestreichelt werden. Man kann sie fast wie eine Katze halten. Das mag ein wenig erstaunen. Biologe Massimo Morburgo erklärt uns das genauer. Ich glaube, Bartagame sind ganz neugierige Tiere. Sie, auch hier in der Ausstellung können wir sehen, wie sie aus den Terrarien ausschauen, wie die Leute folgen, mit den Augen folgen. Also gibt es doch eine Beziehung mit den Menschen. Von ganz anderer Art und Größe ist diese Echse hier, der Babwa-Waran aus Neuguinea. Ein Baumbewohner, der auch als Baumkrokodil bezeichnet wird, erreicht eine Länge von über 2,5 Metern. Der argentinische Schwarz-Weiß-Tegu ist ein Allesfresser, ernährt sich aber vorwiegend von Pflanzenmaterial. Kein Vegetarier hingegen ist der Halsband-Leguan, der sich sichtlich über eine Insektenmahlzeit freut. Echsen sind in allen Kontinenten der Welt vertreten, außer in der Antarktis. Ihre große Artenvielfalt ist erstaunlich. Diese Tiere aus nächster Nähe betrachten und kennenlernen, das ist im Naturmuseum in Bozen möglich. Die Ausstellung Dragons, die wunderbare Welt der Echsen, bleibt noch bis zum 19. Juni geöffnet. Tiere, auch wenn sie noch so außergewöhnlich sind, begleiten uns immer mehr durch den Alltag und teilen mit uns das Zuhause. Sie zu respektieren ist unerlässlich und zu lernen, richtig mit ihnen umzugehen, erleichtert das Zusammenleben. Interessante Details über das Verhalten der Tiere und nützliche Tipps für ein gelingendes Miteinander gibt es jetzt von unserer Tierärztin und Expertin für Verhaltenstherapie. Ich bin Luisa De Matteo, Fachtierärztin für Verhalten und tiergestützte Therapie und Hundeerzieherin für die etwas schwierigeren Fälle. Ich arbeite mit Pferden, Eseln und Hunden. Hier kann man die Tiere besser kennenlernen ohne Futterbestechung und vor allem kann man sich selbst besser kennenlernen im Spiegel des Tieres. Über Hunde spreche ich in einer zweiten Sendung. Heute möchte ich Ihnen das Pferd und den Esel vorstellen und ihre wirklich, würde ich sagen, magische Sensibilität, ihre Eigenschaft, unsere Emotionen, unsere Spannungen, unsere Schwachpunkte und unsere Stärken wieder zu spiegeln. Woher kommt diese besondere Eigenschaft? Pferde und Esel sind Fluchttiere, das heißt, sie überlegen sich sehr, sehr gut, wem sie im sozialen Verband folgen sollen, auf wen sie hören sollen und auf wen nicht. Das ist für sie besonders wichtig, weil sie im sozialen Verband sicher sein müssen, ruhig sein müssen, um zu grasen, um Wasserquellen zu finden, um zu spielen und vor allem auch um soziale Kontakte zu pflegen. Diese besondere Eigenschaft vom Pferd und Esel kann man auch beobachten, wenn man in direktem Kontakt mit einem Esel oder einem Pferd ist. Das heißt, wenn man einem Esel oder einem Pferd erlaubt, sich frei unter uns zu bewegen, sich berühren zu lassen oder eben nicht, uns zu folgen oder eben nicht, dann wird es uns sehr schnell zeigen, was es von uns hält. Ob wir vertrauenswürdig sind, ob wir lügen, ob unsere Körpersprache etwas anderes sagt als unsere Tonlage, unsere Gestik und Mimik, auch unsere Geruchsquellen. Und auf diese Art und Weise kann man sich wirklich selbst wiedererkennen. Zudem ist es auch möglich, dass man eigene Kommunikationsstile, die nicht ganz funktional sind, erkennt und verändert. Wenn man das im Spiegel vom Pferd und Esel macht und die Veränderung positiv ist, also wirklich wahrheitsgetreu wird und man sagt, was man denkt, dann wird das Tier auf uns zukommen
oder Verhaltensweisen der Ruhe zeigen. Und dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das wird uns in Erinnerung bleiben. Er ist der Zwilling des klassischen und weiter verbreiteten deutschen Schäferhundes mit kurzem Haar, von dem er sich durch seine größere Robustheit und die Länge seines Haares unterscheidet. Der mittelgroße Hund mit einer Widerristhöhe von 60 bis 65 cm bringt 30 bis 40 Kilo auf die Waage. Seine Lebenserwartung beträgt 10 bis 13 Jahre und der Preis für ein Rasseexemplar liegt zwischen 900 und 1800 Euro. Die Farbe des Fells ist schwarz mit rot-braunen, braunen oder gelben Abzeichen. Gerade die Länge seines Fells verleiht ihm im Vergleich zu seinen kurzhaarigen Artgenossen eine einzigartige Schönheit. Dieser Vierbeiner ist intelligent, ausgeglichen und selbstbewusst, hat ein gutes und ruhiges Gemüt, sofern er nicht über Gebühr gereizt wird. Der deutsche Langhaar-Schäferhund gehört zu den 10 lernwilligsten Hunden und damit zu den zur Ausbildung als Arbeitshund am besten geeignetsten Rassen und kommt daher in vielen Bereichen zum Einsatz. Zu Hause muss der Besitzer jedoch von Beginn an klarstellen, wer das Sagen hat. Auch wenn er sich gut an das Leben in einem Haus oder Wohnung anpasst, liebt er es, sich im Freien aufzuhalten. Deshalb sollten jene Tierfreunde, die sich für einen langhaarigen deutschen Schäferhund entscheiden, auch lange und häufige Spaziergänge einplanen. Und natürlich auch ausgiebiges und häufiges Bürsten des schönen Haarkleides. Wir verabschieden uns von den beiden schönen deutschen Langhaarschäferhunden Cassie und Condor und fahren in die Berge, nach Lein. Früher war er in einem ganz anderen Bereich tätig, bis er entschloss, seinen Beruf und sein Leben radikal zu ändern. Die Arbeit mit Tieren sollte es sein, die David Peratoner nach einer beruflichen Neuorientierung zu seiner Aufgabe machen wollte. Das ist ganz eine spontane oder eine Zufallssache gewesen, dass die Ziegen geworden sind. Ich habe mehrere Tiere angeschaut, im Geflügelbereich, im Rinderbereich. Und per Zufall bin ich dann auf die Ziegen gekommen und die habe ich hinten in Seis gesehen. Und dann habe ich sofort gewusst, das könnten meine Tiere sein. Auf seinem Hof in Laien hält der Tierfreund 62 Milchziegen, 4 Ziegenböcke und 40 Kitze. Alles bunte deutsche Edelziegen. In Südtirol ist dies die am meisten verbreitetste Milchziegenrasse. Um all seine Tiere gut zu versorgen, gibt es viel zu tun für den überzeugten Ziegenbauern. Das Futter spielt dabei eine wichtige Rolle. Ziegen sind ganz intelligente Viecher und die ganz selektieren beim Fressen. Also was sie fressen? Sie fressen Laisbeste und sie suchen den ganzen Tag. Das Futter muss hervorragend gut sein, eine super Qualität, weil sonst fressen wir es nicht. Die fressen, wenn das Futter nicht gut ist, dann wird nicht gefressen. Dann schreien sie, aber fressen wird da nichts. Und deswegen ist ganz wichtig, eine super Futterqualität, aber trotzdem suchen Sie allem das Beste raus und Rest wird gelassen und das Tier dann auf Nacht einstreben. Im Winter klarerweise kriegen Sie allem Hai, ersten Schnitt, zweiten Schnitt und dritten Schnitt. Und dann, wenn jetzt die Vegetation so weit ist, dass es ein bisschen wachsen tut, dann kommen die aus auf der Weide. Sie können zwar das ganze Jahr im Freien gehen, in Auslauf, aber dann zusätzlich kommen sie auf der Weide und da ist ein Stück Wiese und auch dazu ein Stück Wald. Ja.
Die bunte deutsche Edelziege hat ein braunes Fell mit schwarzer Unterseite. Schwarze Beine vom Sprunggelenk abwärts und einen schwarzen Aalstrich entlang des Rückens. Die Hausziege ist nach dem Hund und zusammen mit dem Schaf vermutlich eines der ersten wirtschaftlich genutzten Haustiere und seit jeher an der Seite des Menschen. Hier am Gorshof in Laien ist der Umgang zwischen Mensch und Tier mehr als liebevoll. Und dazu leistet Ziegenzüchter David auch seinen Beitrag. Dass sie so unheimlich werden und so, das ist schon erstens einmal Charakterziege. Und die Zeit, was man sich mit den Tieren angeben tut, ich bin auch sehr viel Zeit bei den Tieren. Nicht nur beim Melken oder so, aber sonst tue ich mir auch, so, lass ich mir auch ein bisschen Zeit und gebe ihm auch die Zeit, mit den Tieren so zu reden und zwischen die Tiere einzugehen. Und das macht einfach einen Kontakt, das ist richtig schön. Apropos Kontakt. Wenn die Ziegen nicht gerade David unter Beschlag nehmen, beschäftigen sie sich mit etwas, das sie sehr zu genießen scheinen. Das ist eine automatische Bürste. Die startet dann, wenn die Ziege drunter geht und das ein bisschen aufheben tut, dann startet der automatisch und die bürstet. Aber das ist ganz wichtig. Hautpflege, Fellpflege und auch eine Beschäftigung, weil die Ziegen, die wollen ja alle beschäftigt sein. Das ist so ein Multitalent, so eine Bürste, weil Beschäftigung den ganzen Tag funktioniert, die Bürste, die läuft allem. Aber vor allem auch die Gesundheit für die Tiere, nicht? Das ist einfach sauber gehalten, weil Hygiene ist Nummer eins, sauber und auch die Durchblutung von der Haut und alles, das hilft sich ganz gut. Gesunde Klauen sind Grundvoraussetzung für Tierwohl, Langlebigkeit und Gesundheit. Milchziegen zeigen gerade im Winter häufig übermäßigen Klauenhornwuchs und machen eine regelmäßige Klauenpflege notwendig. Mindestens zweimal pro Jahr pflegt, das heißt schneidet David seinen Ziegen die Klauen. Es ist kurz vor 17 Uhr. Im Stall tut sich was. Die Ziegen haben sich versammelt und scheinen auf etwas zu warten. Sie sind extrem pünktlich. Also wenn es heißt, in der Früh um 6 Uhr und auf Nacht um 5 Uhr, dann stehen sie vor dem Melkstand. Da brauche ich die Tiere aufmachen und dann sind sie schon im Melkstand drin. Die werden zweimal im Tag gemolken. Aber auf alle Fälle muss man da ziemlich einhalten. Also desto mehr man, dass man da genau einhalten tut, die Zeiten, desto besser ist fürs Tier selber. Eine Ziege gibt im Schnitt zwischen 2,7 und 3 Liter Milch am Tag. Das gute Stallklima und hochwertiges Futter bilden natürlich die Basis für eine qualitativ hochwertige Milch, die das Ergebnis von Davids großem Einsatz ist. Das ist meine große Leidenschaft, meine große Freude, mit den Tieren zu arbeiten. Und wenn man sieht, dass die Tiere in den Tieren gut geht und ja, da hat man eine Freude damit. Englischer Rasen ist für viele der Inbegriff der Gartenbegrünung. Entscheiden Sie sich jedoch besser für eine Wildblumenwiese. Weshalb? Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten haben immer häufiger Probleme, ausreichend Nahrung zu finden. Wer diese Arten unterstützen möchte, kann mit einfachen Mitteln viel tun. Bestimmte Pflanzen verschönern nämlich nicht nur den Garten, sie bieten den Insekten auch ausreichend Pollen,
und Nektar und einen geeigneten Lebensraum. Die Nase eines Hundes ist ein biometrisches Merkmal, über das ein Hund identifizierbar ist. Genau wie unser Fingerabdruck weist die Nase des Vierbeiners eine Reihe von Linien auf, die ein Muster bilden. Der Nasenabdruck eines jeden Hundes ist unterschiedlich und somit einzigartig und vergleichbar mit dem Fingerabdruck des Menschen. Mit dem Bonus 2022 ist der von der Einkommensteuer absetzbare Betrag von 500 auf 550 Euro erhöht worden. Somit können all jene, die ein Haustier besitzen, in der Steuererklärung heuer Tierarztspesen und Ausgaben für Arzneien in der Höhe von 550 Euro zum Abzug bringen. Dabei können 19% dieser Spesen, die den Betrag von 129,11 Euro an Selbstbehalt übersteigen, abgesetzt werden. In Bozen im Tierheim Sill haben wir uns 8 Vierbeiner angeschaut, die auf Zuwendung und auf ein neues Zuhause warten. Wir sind nun am Ende der Sendung angelangt. Auch diese Folge können Sie jederzeit in der Mediathek von RAL Südtirol ansehen. Und zwar unter der eingeblendeten Adresse. Ich, Nox und das Team von Pluto freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder dabei sind. Bis bald und auf Wiedersehen.